Ich nenne sie meine Schweißeiswürfel. Lasergeschweißt. Immer symmetrisch lasergeschweißt. Und wie kommen meine beiden Lieblingsdamen zurecht? Frankie? Hast du Anna denn schon von deiner Hausaufgabe über die prälavalen Phasen der Zikaden erzählt? Dad, glaub mir, nicht mal Cody will etwas darüber hören. Ehrlich gesagt, Francine, ich habe Entomologie studiert, daher bin ich sehr... Ja, siehst du, ihr zwei habt gemeinsame Interessen. Genauso wie, Kakao. Anna liebt ihn auch sehr, Frankie. Ezra, alles in Ordnung mit dir? Ja, ginge die besser. Oh, die Sandwiches, die habe ich völlig vergessen. Ich bin gleich zurück. Psst, Doc. Ich verstehe immer noch nicht, wozu Sie mich hier brauchen. Außer Sie wollen die Sandwiches in Brand stecken. Ah, sowas Dummes. Ich habe meinen besonderen Lieblingssenf vergessen. Ohne den ist das doch kein richtiges Sandwich. Bin gleich zurück. Oh, Ezra. Daddy? Ich wusste gar nicht, dass dein Vater Senf so sehr mag. Tut er auch nicht. Er will nur... Dass wir zwei Freunde werden. Wie schlag ich mich? Gut. Also, weißt du, Francine, ich habe wirklich Zikaden untersucht. Daher würde ich gern deine Hausaufgabe... Mayday! Mayday! Sinken schnell! Wer ist da? Wo sind sie? Hallo? Hallo? Hall... Ich bekomme kein Signal mehr rein. Frankie, ruf das Rescue-Team. Ich kann niemanden erreichen. Etwas stört mein Holocom-Signal. Na gut, dann müssen wir sie eben selbst retten. Laut Signal müssten sie hier sein. Frankie, bitte bleib in der Kabine. Und außer Sicht. Wieso? Hier ist doch nichts. Genau deswegen. Kein Schiff, ein leerer Steg, ein mysteriöser Notruf. Bis wir wissen, was hier los ist, will ich, dass du in Sicherheit bist. Hallo? Jemand da? Ich habe Ihren Notruf gehört. Ich komme, um zu helfen. Ein großzügiges Angebot, Milady. Nur leider sind Sie es, die jetzt Hilfe braucht. Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Rescue Bots helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Rescue Bots helfen und retten. Rescue Bots. Quarrys Beute. Wer sie auch sind. Ich bin wegen dem dringenden Notruf eines sinkenden Schiffes hier. Gehen Sie zur Seite. Es gibt kein sinkendes Schiff. Das ist nur eine Falle, die ich für jemand anderen als Sie gestellt habe. Und was das zur Seite gehen betrifft, Quint Quarry tut das nicht. Also wo ist Dr. Green? Ich bin die einzige Person an Bord dieses Schiffes. Verzeihen Sie, wenn ich mich nicht auf Ihr Wort verlasse. Q-Drohne, durchsucht das Schiff. Wie ich sehe, haben Sie Ihre Beute verfehlt, Quarry. Also, wenn wir dann jetzt fertig sind, fahre ich weiter. Ah, jetzt noch nicht. Es gibt noch eine kleine Planänderung. Drohnen! Unser neuer Gast braucht einen Schlafplatz. Ah, dazu haben Sie kein Recht. Lassen Sie mich los! Hoffentlich bist du auf dem Rückweg, Dad. Denn wir sitzen hier ganz schön in der Patsche. Ich will, dass Annas und Frankies erstes gemeinsames Picknick perfekt ist. Und ein Picknick ist nicht perfekt ohne... Voila! Den perfekten Senf! Bravo, Doc! Ja, da haben wir unsere Zeit richtig gut genutzt. Wartet, ich dachte, Senf wäre das rote Zeug. Nein, Blades, das ist Ketchup. Mir wurde gesagt, Menschen machen das auf Hotdogs. Vielleicht, um die heißen Hunde abzukühlen. Gut,
Ich gehe besser zurück, bevor mein Picknick-Mittagessen zu einem Picknick-Abendessen wird. Oh, was in aller Welt? Guten Tag, Dr. Green. Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit. Oh, sieh an. Da ist ja auch die kleine Kratzbürste. Kann er uns denn sehen? Kennen wir uns vielleicht, Mr. Colonel Clint Quarry. Und ich denke, Sie kennen auch schon meinen neuen Gast. Anna, wo bist du? Und wo ist... Dein schwimmendes Labor? Verzeih, Ezra. Ich weiß, ich sollte damit nicht allein rausfahren. Und jetzt will dieser Quarry mich nicht gehen lassen. Stell dir vor. Ich garantiere Ihnen, wenn ich habe, was ich haben will, dann wird Frau Professor sicher zu Ihnen zurückkehren. Und was genau wollen Sie haben? Nur einen kleinen Gefallen. Vor einer Weile habe ich den Fehler begangen, mir einen Ihrer Dinosaurier-Roboter auszuleihen. Für mein sehr spezielles Jagdunternehmen, wissen Sie? Dann haben er und Ihre andere Kreation meine halbe Insel zerstört. Und damit mein ganzes Geschäft. Meine Kreation? Aber, Colonel, ich hatte gar nichts damit zu tun. Das ist eindeutig ein Missverständnis. Ja, klar, Dr. Green. Ich bin sicher, es gibt noch viele Wissenschaftler auf Griffin Rock, die Roboter-Reptilien bauen. Und diese riesigen Bots, auch ihre Arbeit nehme ich an. Es sei denn, sie sind vom Himmel gefallen. Nein. Sie sind für den Schaden verantwortlich, den die Dinobots verursacht haben. Und sie werden dafür bezahlen, klar? Indem sie mehr von ihnen bauen. Die zwei, die meine alte Insel zerstört haben. Und noch drei weitere. Eine Handvoll Dinobots wird mir helfen, mein Geschäft wieder aufzubauen. Wenn ich sie habe, kommt ihre Kollegin wieder frei. Ich schicke meinen Heli-Jet, um meine Bestellung in 12 Stunden abzuholen. Und kommen Sie allein. Ah, erstmal ist Professor Baranova sicher. Quarry wird er nichts tun, bis er hat, was er will. Aber das kann ich ihm doch nicht geben. Und was ist mit Frankie? Die Professorin hat uns zu verstehen gegeben, dass Francine in Sicherheit ist. Das klingt so, als wüsste Quarry nicht mal, dass Frankie da ist. Wir haben das angefangen, also bringen wir das in Ordnung. Ich sage, wir stürmen seine Insel. Er wird uns nicht mal kommen sehen. Kate, wir wissen nicht mal, wo sie ist. Da ist gar nichts in der Nähe der letzten Laborposition, auf keiner Karte. Und ich konnte auch nichts in der Datenbank finden. Also, der einzige Weg, Anna und Frankie zurückzubekommen, ist, Quarry die Dinobots zu geben, die ich nicht hab. Verzeihung, Doktor. Dinobots, die Sie nicht haben? Noch nicht. Als ich hörte, dass es um Dinobots geht, habe ich mir die Freiheit genommen, das Original zu rufen. Das war richtig, Chief. Und so wie Sie erzählten, halte ich es für die beste Vorgehensweise, mich und Boulder Quarry anzubieten, in Dino-Form. Wenn wir dort sind, retten wir die anderen. Das wäre mein Plan. Aber Quarry erwartet 5 Dinobots. Wir brauchen noch 3 weitere. Ich kann auch eine Dino-Form scannen. Warum solltet nur ihr Spaß haben? Chase? Es wäre eine Verletzung des Rescue-Bot-Eides, nicht mitzumachen. Tja. Blades, wir wissen, dein Mut ist grenzenlos. Aber die Wahl zu helfen liegt immer nur bei dir. Obwohl das etwas ist, was Bumblebee tun würde. Oh, schon gut. Ich tue es. Aber dieses Mal bin ich nicht so ein... fliegendes Ding? Ach, kommt! Schon wieder? Energonpflaster sind bereit, Optimus. 1 für jeden von euch. Und dieses Mal keine Dino-Randale. Exzellent. Solange unsere Energon-Level alle stabil bleiben, können wir den Dino-Modus kontrollieren. Boulder, hast du deine Kollegen auf den Umgang mit ihrer neuen Form vorbereitet? Noch bereiter können wir gar nicht sein. Rescue-Bots, scannen und transformieren. Wow, der Kerl und ich sind praktisch füreinander geschaffen. Oh, ein seltsames, aber nicht gänzlich unangenehmes Gefühl. Und das könnte praktisch sein. Haha, das konnte ich letztes Mal nicht ausprobieren. Funktioniert echt gut. Oh. Ich kann nicht transformieren. Bleib ruhig, Blades. Kannst du dich in den Helikoptermodus versetzen? Mein
T-Cog! Etwas muss damit passiert sein! Ich kann überhaupt nicht transformieren! Neue Formen anzunehmen, vor allem bioorganische, kann die Fähigkeit zu transformieren beeinträchtigen. Mit etwas Ruhe und Zeit sollte dein T-Cog bald wieder normal sein. Quarry wird jede Minute hier sein. Besser, wir fahren jetzt zum Ladedock. Das ist nicht gut. Das hier brauche ich definitiv nicht. Ich werde nie wieder transformieren und ich habe den Plan ruiniert. Vielleicht hat sich nur was gelockert. Soll ich im Cockpit nachsehen? Sag einfach, wenn du grüne Punkte siehst. Oh, oder rote. Aber nicht blaue. Wenn du blaue Punkte siehst, dann will ich es nicht wissen. Wir müssen uns verstecken. Viel Glück, Doc. Sie müssen sich eine Ausrede für den fünften Dino ausdenken. Optimus, ich bin sicher, Sie bringen alle heil wieder zurück. Sie haben mein Wort, Chief. Blades, versteck dich! Quarry ist hier. Wer hat das Licht ausgemacht? Steh still und versuche irgendwie flügeliger auszusehen. Aber Heatwave... Es ist zu spät. Ich kann nicht raus, ohne dass er mich sieht. Keine Sorge, ich kletter raus, wenn sie weg sind. Quarry, wo ist Professor Baranova? Sie versprachen, sie zurückzubringen und meine Tor... mein Labor auch. Und Sie haben mir 5 Dinobots versprochen. Was ist mit dem da? Er ist, unfertig, aber fast vollständig. Das verspreche ich Ihnen. Ach, wirklich? Gut. Sie kommen mit, Dr. Green. Sie können ihn auf meiner Insel vollenden. Wenn Sie fertig sind, gebe ich Ihnen Ihre Kollegin und Ihr Labor zurück. Kudron, bereit machen für den Abflug. Oder ich komme doch mit. Wir fahren zur Feuerwaffe zurück. Cody, ich will, dass du... Wo ist Cody? War er nicht bei dir? Er ist kurz in Blades geklettert, aber ich dachte, er wäre... Oh nein! Cody! Dr. Green! In Fleisch und Blut! Wo ist Professor Baranova und wo ist mein Labor? Sie können zu ihr, nachdem ich meinen Kauf überprüft habe. Sie müssen wissen, meine Kunden schätzen defekte Produkte nicht. Und Sie wollen sie verkaufen? Und mit dem Gewinn meine Großwildjagd neu aufbauen. Drohnen, holt die fertigen Dinos raus. Und ich rate Ihnen, den letzten so schnell wie möglich fertigzustellen. Aber ich habe weder Werkzeug noch Material. Benutzen Sie, was Sie da drin finden. Aber keine krummen Dinger, klar? Optimus, überwältigen wir ihn jetzt. Noch nicht. Handeln wir zu früh dann. Bringen wir die anderen vielleicht in Gefahr. Und was mache ich jetzt? Ich habe keinen Dinobot mehr und Frankie und Anna könnten überall sein. Nicht, dass ich es noch schlimmer machen will, aber wir haben da noch ein kleines Problem. Cody! Junge, was machst du denn hier? Lange Geschichte, Doc. Dein Kommunikator. Wir könnten Frankie kontaktieren und... Hab ich schon versucht, als wir gelandet sind. Aber Quarry scheint das Signal irgendwie zu blockieren. Wo fangen wir an zu suchen? Wenn wir so etwas hätten wie ein Wärmesuchgerät. Quarry hat doch gesagt, sie können alle Werkzeuge im Hangar nutzen. Oh. Oh ja, das ist es. Bietet nur schön weiter. Hier. Tada! Ich lasse den Schlauch runter und Sie klettern rauf. Ganz einfach. Francine, warte! Also gut. Warten ist wohl nicht deine Stärke, oder? Nein. Wir wissen, dass Codys Kommunikator kein Signal mehr gesendet hat. Ab hier.
Wenn ich also die Vorwärtsreichweite seines Funkgeräts berechne und mit einbeziehe, wie weit die meisten Blockiergeräte reichen, dann sollte Quarrys Insel irgendwo hier sein. Gehen wir ihn holen. Siehst du? Ich hatte schon den externen Alarm deaktiviert, sodass deine Rettung nicht zu viel Aufmerksamkeit erregt hat. Tut mir leid, Professor. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass ich kein Kind mehr bin, auf das Sie aufpassen müssen. Das denke ich aber gar nicht von dir, Francine. Du bist eine unglaubliche junge Frau. Es ist nur, nachdem ich 28 Jahre allein unter Wasser gelebt habe, bin ich nicht die beste Teamplayerin, glaube ich. Ich auch nicht. Da waren immer nur Dad und ich, nicht Dad und ich und... Ich? Na dann, machen wir einfach einen Schritt nach dem anderen. Der erste Schritt ist, nenn mich Anna. Und der zweite, nenn mich bitte nicht Francine. Und der dritte, wir finden einen Weg hier raus. Wie kommen wir an den Drohnen vorbei? Sag mal, wie funktioniert eigentlich deine Holo-Uhr genau? Hey, was wäre eine Live-Demonstration, ohne ihre Ausweichmanöver und Abwehrtechniken zu zeigen? Optimus, nein! Nein, 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 nein! Dieser trottelige Wissenschaftler! Wie kann ich Kreaturen verkaufen, die sich gegenseitig angreifen und dann lebendig begraben? Boulder, stopp! Aber Optimus, er ist da drin! Wir dürfen ihn nicht rausziehen. Wir sind hier keine Rescue-Bots, denk dran. Er hat Chase gerettet. Er hat so getan, als würde er mich angreifen. Wir müssen seinem Beispiel folgen und so tun, als wären wir wilde Tiere. Kein Problem für mich. Ja! Heatwave! Wehr dich! Wir kämpfen uns zu Optimus vor. Exzellente Strategie. Herausforderung angenommen. Ich will auch mitmachen. Meine Gewinne! Meine Gewinne! Mein Profit! Los, los! Kämpft weiter! Kämpft! Ihr habt den Mann gehört. Bringen wir es zu Ende. Ich schlage vor, wir beenden die Scharade und erledigen ihn. Verkauft! An den Höchstbietenden! Gut gemacht, Rescue Bots. Und danke. Jetzt zeigen wir Quarry mal, was wir tagsüber so tun. Ockerdrohne, halt diese wunderschönen Monster auf, bevor sie sich gegenseitig noch ganz zerfetzen. Das ist der Wahnsinn! Ladet alles auf, Jungs, und bringt sie zurück ans Dock. Wenn sie verschifft sind, rede ich mit Doc Green und erneuere die Bedingung seiner Freilassung. Uns von dieser elenden Insel verschwinden und nach Hause fahren. Das könnte Quarry sein. Hier lang. Diese Brille ist etwas primitiv, aber ich erkenne zwei Wärmesignaturen in der Hütte. Das müssen Frankie und Anna sein. Dad, du bist hier! Nicht jetzt, Frankie. Ich muss das Alarmsystem deaktivieren und dann rette ich Frankie und... Oh, du bist auch hier? Wie konntet ihr zwei entkommen? Weil wir unglaublich sind. Und exponentiell unglaublicher, wenn wir zusammenarbeiten. Der Wahnsinn. Dann sagen wir es. Ich meine, suchen wir die Dinos. Das ist übel. Sieht so aus, als hätte diese große Drohne die Dinos in einer Art Stasisfeld gefangen. Kann einer von euch den Helibot fliegen? Wir könnten die Drohne ganz leicht von oben aus der Luft ausschalten. Der Helikopterbot kann nicht fliegen. Das verstehe ich nicht. Was bringt denn ein fliegender Roboter, der nicht fliegen kann? Nein, ich meine, er kann. Er muss nur repariert werden. Nein! Sie hat recht. Ich sollte tun, wozu ich bestimmt bin. Und das tue ich jetzt. Was ist das?
Er hat Gefühle? Komm schon! Komm schon! Flieg! Stehen bleiben! Colonel Quarry, Sie sind umzingelt! Hiermit sind Sie verhaftet! Gute Arbeit, Team, von allen! Danke, Chief. Dafür wurden wir ja auch, programmiert. Ich habe zwar keinen Abschluss in Robotik, aber ich bin schlau genug, um das zu wissen. Was immer ihr Rescue-Bot seid, ihr seid nicht von Menschenhand. Aber ihr seid Helden. Und alles andere ist unwichtig. Eine weise und großartige Aussage, Professor. Ich danke Ihnen für Ihr Mitgefühl. Und heiße Sie willkommen in unserer Familie.